Hallo zusammen. Wir sind jetzt hier bei der Produktion und die schauen wir uns jetzt an. Das ist unsere neue Produktionshalle. Und neu darum, weil etwa jedes Jahr bauen wir Produktionen mal komplett um. Wir lernen immer wieder von dem. Ich zeige euch jetzt unsere neueste Version. Da sind wir im Lager bei uns. Alle Einzelteile, die angeliefert werden, werden zuerst eingelagert. Und jetzt muss man natürlich genau darauf achten, dass die älter sind, die Teile, auch die ersten sind, die wieder rauskommen und dann verbauen werden können. Man sagt im Prinzip First in, First out. Da sind wir in der Vormontage. Da tun wir Einzelteile zu einzelnen Baugruppen zusammenschrauben, wo man dann in der Endmontage aufs Fahrzeug schrauben. Wir haben 9 Montageplätze und an jedem von diesen Montageplätzen ist ein Mitarbeiter, der die Endmontage macht. In den Zeiten dieser Corona-Viren schauen wir darauf, dass jeder Mitarbeiter 2 Meter Abstand hat und dass jeder nur immer allein in seinem Feld ist, um die Ansteckungsgefahr zu verhindern. Jetzt ist es so, dass wir jedes Fahrzeug individuell auf den Kunden zuschneiden. Das heisst, am Mitarbeiter wird genau spezifisch bei jedem Fahrzeug mitgeteilt, was er drauf montieren muss, welche Teile. Der Mitarbeiter tut das nicht nur montieren, er tut dann alle Montageschritte selbstständig überprüfen und dann wieder auf dem Smart Tablet abhäkeln mit seiner Unterschrift, dass das alles ordentlich funktioniert. Jedes Fahrzeug wird auf dem Teststand genau vermessen und einen vollen Belastungszyklus gefahren. Und aus dem heraus sehen wir, ob der ganze Antriebstrakt von Batterie, Kabel, Antriebssteuerung, Motor, Getriebe bis und mit Reifen, ob das alles in Ordnung ist. Wenn man nur ein bisschen zu wenig Luftdruck hat, dann sehen wir das schon auf dem Prüfstand.